Einige schütten Shampoo auf den Boden und schmieren sich mit Vaseline ein, damit wir sie nicht packen können. Das macht es natürlich schwieriger. Im Besprechungszimmer erfährt Lieutenant Schneider Näheres über die Situation in dem Block, wo der Alarm ausgelöst wurde. Okay. Ein Häftling will nicht aus der Dusche kommen. Im Block 220 hat sich Häftling Fickling in der Dusche eingesperrt. Er wurde mit Schmuggelware erwischt und daraufhin wurde seine Sportstunde gestrichen. Alle Insassen unter Einschluss dürfen täglich eine Stunde im Hof in einem Sicherheitskäfig trainieren. Jeremy wurde erwischt. Er hat ein Stück aus dem Metallzaun gebrochen, vermutlich um daraus eine Waffe zu basteln. Als sie ihn in der Dusche filzen wollten, weigerte er sich rauszukommen und hat mit Mord gedroht. Macht euch fertig. Meine Devise lautet, reingehen, die Sache erledigen und Rückzug. Ich gebe jedem eine Chance, freiwillig rauszukommen. Mich interessiert nicht, warum er nicht rauskommen will. Ich bin nicht hier, um gute Ratschläge zu erteilen. Er hat seine Chance und die ergreift er hoffentlich. Wenn nicht, hat er selbst Schuld. Für eine Zellenräumung werden für gewöhnlich 5 Männer eingesetzt. 3 gehen rein und überwältigen den Häftling, einer legt ihm die Fesseln an und der Einsatzleiter bleibt draußen und gibt Anweisungen, wie ein Fußballtrainer. Wir geben ihm eine Chance. Danach gehen wir sofort rein. Noch Fragen? Visier runter. Fickling weigert sich, aus der Dusche zu kommen, weil die Beamten, die ihn nach Waffen durchsuchen wollten, beim Anlegen der Handschellen zu brutal vorgingen. Ihr alle wollt mich filzen? Umdrehen und darüber. Egal, was die gesagt haben, ich habe nie Widerstand geleistet. Die wollten mir die Gelenke brechen. Haben Sie schon mal Beamte angegriffen? Nein, nie. Sie schmeißen nur mit Seife? Stimmt. Mr. Fickling, wir werden Sie jetzt filzen. Cool, ich hab nichts, Mann. Nichts aus dem Käfig mitgebracht? Nein, ich hab nichts gemacht. Die Beamten suchen bei Fickling nach dem Stück Metalldraht oder etwas anderem, woraus sich eine Waffe machen ließe. Drehen Sie sich um. Öffnen Sie den Mund, strecken Sie die Zunge raus. In Ordnung. Gesicht zur Wand. Wir ziehen Ihnen jetzt Ihre Shorts und die Schuhe wieder an. Okay, rückwärts raus. Nachdem sicher ist, dass er nichts bei sich hat, begleitet das Sir-Team den Häftling zurück in seine Zelle. So soll's sein. Er kam raus. Er wollte nur mal jemanden sehen, der nicht im Block arbeitet. Die Einheit kommt, erledigt die Arbeit und geht. Das ISP beherbergt die schlimmsten Verbrecher des Staates Iowa. Doch im Block 319 wohnen die Schlimmsten der Schlimmsten. Ich habe das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Lieutenant Bernie Schneider, Leiter des Elite-Teams CERT im Gefängnis in Fort Madison, hat schon viel Wahnsinnstaten erlebt. Doch ein Gewaltdelikt unter den Häftlingen wird ihm immer im Gedächtnis bleiben. Ich werde den Mord im Speisesaal nie vergessen. Ein Typ wurde erstochen und zwar mit solcher Gewalt, dass der Stich durch den Körper ging und die Spitze der Waffe sich in den Zementboden bohrte. Unter der Leiche hatte sich eine riesige Blutlache von fast 1,80 Meter Durchmesser gebildet. Aber es war nicht der Mord an sich, der mich so entsetzt hat, sondern die Tatsache, dass die anderen seelenruhig ihr Frühstück aßen. Sie haben nicht mal hingesehen. Wie kann ein Mensch da sitzen und sein Müsli essen, während neben ihm ein anderer stirbt? Seit John Ault 2005 die Leitung übernommen hat, wissen die Insassen, dass jeder Gewaltakt sofort mit Einzelhaft bestraft wird. Wenn man sie vernünftig behandelt, gehen die meisten auch darauf ein, bis auf einige Ausnahmen. Für die haben wir die Blocks 220 und 319. 220 und 319 sind Hochsicherheitstrakts. Ein solcher Trakt wird auch das Loch genannt.
Hier verbringen die Häftlinge 23 Stunden am Tag unter Einschluss. Ohne Fernsehen, ohne Radio, keine Zigaretten und keine Zerstreuung. Nur für Sportübungen dürfen sie täglich in schwer bewachte Einzelkäfige. It's crazy over here. Das ist der Wahnsinn. Hier ist es die ganze Zeit laut und man hat nichts zu tun. Ted Severide, verurteilt zu 25 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs, wurde vor 3 Monaten ins Loch geschickt, weil er einen Mithäftling angegriffen hatte. Seine Mutter und ich schrieben uns Briefe. Ich hatte sie übers Internet kennengelernt und meinem Kumpel Bilder von ihr gezeigt. Er sah sie und regte sich auf. Er bedrohte mich. Da musste ich mich schützen. In der Werkstatt, in der die beiden arbeiteten, schnappte Severide sich einen Hammer. Ich habe den Hammer an meine Hand festgebunden und als er an mir vorbeiging, rannte ich hin und schlug ihm von hinten einmal auf den Kopf. Genau da. Doch es war ein Clownhammer und er benutzte das spitze Ende. Wie soll ich das beschreiben? Es war verrückt. Ich fühlte, wie der Hammer eindrang. Der Schädel klaffte auf und ich habe ihn wieder rausgezogen, so wie man einen Nagel rauszieht. Der Mann überlebte schwer verletzt. Severides Verurteilung steht noch aus. Aber er wird mindestens noch 1 Jahr im Loch bleiben. Und seine Brieffreundin hat er auch verloren. Sie schrieb mir nicht mehr, aber das nehme ich ihr nicht übel. Er ist ihr Sohn. Schon seit 5 Jahren sitzt Bert Smith im Block 319. Er verbüßt wegen Mord und bewaffnetem Raubüberfall eine lebenslange Haftstrafe. Taten, die er beging, als er 15 Jahre alt war. My brother, myself and, ich wollte mit meinem Bruder und 2 Freunden abhauen. Einer meinte, es wäre eine gute Idee, ein Gewehr mitzunehmen. Mit der Waffe wollten sie einer jungen Frau den Wagen stehlen. Als sie nicht aussteigen wollte, geriet alles außer Kontrolle und eskalierte. Dann passierte der Mord. Mein Bruder stieg aus, steckte den Lauf der Waffe in den Türspalt und schoss. Berts Zwillingsbruder Derek wurde wegen Mittäterschaft verurteilt. Er wollte den Sicherheitsgurt lösen, aber er bekam ihn nicht auf und wollte ihn mit einem Messer durchschneiden. Die Frau kam zu sich und griff nach ihm. Er geriet in Panik und stach immer wieder auf sie ein. Sie stieg einfach nicht aus. Ich habe das Fenster eingetreten und sie erstochen. Sie ist im Wagen verblutet. Ich sah, wie sie gegen die Tür fiel und ihren letzten Atemzug tat. Da wurde mir genau in diesem Moment schlagartig klar, es ist vorbei. Beide bekamen lebenslänglich. Doch Bert verbringt die meiste Zeit unter Einschluss. Die Probleme begannen schon kurz nach seiner Einlieferung ins ISP. Als ich hierher kam, wurde ich von einem jungen Mann mehrfach sexuell angemacht. Er ließ mich einfach nicht in Ruhe. Ich fand, es war an der Zeit, ein Exempel zu statuieren, damit jeder Bescheid wusste, dass bei mir sowas nicht drin ist. Er zerbrach einen Spiegel und fabrizierte aus einer Scherbe eine Waffe. Wir spielten in der Freizeithalle Karten. Da habe ich ihm in den Nacken gestochen. Er hat sehr stark geblutet. Eine Notoperation rettete dem Mann das Leben. Smith findet, er hat seinen Standpunkt klar gemacht. Ich lasse mich nicht zum Opfer machen. Und schon gar nicht zu einem Stricher. Ich will einfach, dass man mich in Ruhe lässt. Und wer glaubt, er könne sich mit mir anlegen, muss dafür büßen. Ich sehe ihn nie. Er sitzt immer in Einzelhaft. In 5 Jahren habe ich ihn einmal gesehen. Während Bert die meiste Zeit im Loch verbringt, geht sein Bruder Derek jedem Ärger aus dem Weg. Er arbeitet in der Küche. Ich habe selten Probleme. Ich versuche lieber, mit allen auszukommen. Das ist leichter. Obwohl ihn die Tat seines Bruders ins Gefängnis gebracht hat, ist Derek ihm nicht böse.